Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie diesem Novemberabend hier bei unserem Live-Chat Sprechstunde Altona dabei sind. So ein Novemberabend ist gerade für Patienten, die Gesichtsschmerz haben, besonders unangenehm. Wir sehen diese Trigeminusneuralgien viel häufiger im Herbst und Winter, wenn es windig ist, weil auch so ein Windzug schon einen solchen Schmerz auslösen kann. Ich freue mich, dass Sie heute auf diese Reise über die Diagnostik und Behandlung der Trigeminusneuralgie mitmachen wollen und werde Ihnen dieses jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten etwas versuchen näher zu bringen. Es geht heute um die Trigeminusneuralgie, Hilfe gegen den gemeinen Gesichtsschmerz. Vielleicht will ich einmal ganz kurz sagen, das war jetzt das letzte Bild. Die Neurochirurgie, ein paar Worte. Was machen die Neurochirurgen eigentlich? Natürlich, sie behandeln Trigeminusneuralgie, aber sie machen noch viel andere Sachen, zum Beispiel Hirntumoren, wie Sie das hier sehen. Wasserköpfe behandeln wir, auch Wirbelsäulenerkrankung und so weiter. Aber hier, die Trigeminusneuralgie ist sicher ein großer Schwerpunkt bei uns. Die Neurochirurgie ist eine Hightech-Medizin. Wir machen praktisch alles unter dem Mikroskop, genauso wie die Operation am Trigeminusnerven. Aber wir brauchen nicht nur das Mikroskop mit einer guten Sicht, mit einer guten Beleuchtung, sondern wir bekommen auch viele Zusatzinformationen in unser Mikroskop hineingespielt. Und das benutzen wir natürlich insbesondere bei den Hirntumoren. Hier sehen Sie mal ganz viele verschiedene Hirntumoren, die wir hier in Altona operieren. Wir operieren im Jahr etwa 350 solcher Tumoren. Und auch ganz viele Gefäßmissbildungen, Aneurysmen, Hirnblutungen, Angiome, sogenannte Gefäßschwämme im Gehirn, die werden bei uns auch mit großer Expertise behandelt. Und natürlich Wirbelsäule von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule mit Verschleißerscheinungen, mit Tumoren, mit Unfällen werden bei uns behandelt. Und damit wir alles gut behandeln können, haben wir eine große Ausrüstung im OP. Wir haben zum Beispiel eine Navigation. So wie Sie eine Navigation im Auto haben, können wir dieses auch im Kopf benutzen. Wir haben eine intraoperative Bildgebung, einen intraoperativen Ultraschall, dass wir immer genau sehen, wo wir sind. Wir können die Funktion des Gehirns und der Nerven während der Operation mit diesem Gerät überwachen. Und wir können Gefäße hiermit überwachen und können natürlich überall auch ein Endoskop hineinhalten. In Altona sind wir ein Team mit 4 Oberärzten, 2 Fachärzte, 5 Assistenten und dann ein Chef, das bin ich. Und wir machen etwa 1800 Operationen im Jahr. Das bedeutet natürlich, dass jeder sehr viel operiert. Und das ist in einem chirurgischen Fach immer wichtig. Wer etwas viel macht, kann so etwas auch besonders gut. Und wichtig an so einem großen Krankenhaus wie in Altona ist, dass wir auch eine neurochirurgische Versorgung 24 Stunden am Tag haben, 7 Tage in der Woche. Das heißt, auch wenn mal irgendein Notfall da ist, den können wir immer versorgen. Und natürlich auch für die Trigeminusneuralgie sind wir immer da. Hier haben wir uns in Altona besonders super spezialisiert. Ich komme später noch ein bisschen darauf zurück. Nun, was ist die Trigeminusneuralgie? Was für Symptome macht die Trigeminusneuralgie? Das sind blitzartig einschießende Schmerzattacken im Gesichtsbereich. Und zwar im Bereich eines der Hauptäste des Trigeminusnerven. Zum Beispiel kann es in der Stirn sein, in dem Oberkieferast oder im Unterkieferast. Wobei am häufigsten sind diese Schmerzattacken im Oberkiefer- und Unterkieferbereich. Diese Attacken sind von Sekundendauer, aber sie kommen häufig in Serien, manchmal 100 Mal hintereinander und dann wird das auch manchmal dann als Dauerschmerz bezeichnet. Aber eigentlich sind es immer einschießende Schmerzen. Und diese Attacken, die können Sie auslösen, zum Beispiel, wenn Sie irgendwo gegen die Haut kommen oder wenn Sie essen, Zähne putzen. Aber auch ein Luftzug reicht schon aus, wie zum Beispiel in einem windigen Novemberabend. Ein Dauerschmerz ist normalerweise nicht da und auch keine Gefühlsstörung. Also wenn Sie hier irgendwo gegen die Haut kommen, ist
das Gefühl eigentlich normal. So. Wie kommt es nun dazu? Wie entsteht das eigentlich? Und das sehen Sie hier einmal. Sie sehen hier einmal den Trigeminusnerven. Und der Trigeminusnerv hat verschiedene Fasern. Der hat Berührungsempfindungsfasern und der hat auch schmerzleitende Fasern. Die Berührungsempfindungsfasern, die haben so eine Isolierschicht hier, dieses Blaue, damit die Fasern oder die Reize nicht vom Schmerz auf Berührung oder von Berührung auf Schmerz übereinander überwechseln. Sie sehen, hier ist so ein kleines Gefäß und häufig sind diese Gefäße oder Gefäßnervenkontakte bei der Trigeminusneuralgie angeboren. Aber wenn man älter wird, werden die Gefäße dicker, sie latschen aus und drücken dann möglicherweise mehr auf den Nerven. Und dabei geht dann die Isolierschicht kaputt. Und wenn die Isolierschicht kaputt geht, dann kann es sein, dass so ein Berührungsreiz plötzlich auf eine Schmerzfaser überspringt. Das erklärt auch, warum diese Schmerzen so triggerbar sind. Wenn Sie also mit dem Finger auf die Haut kommen, geht dieser Schmerz hier der Berührungsreiz entlang und dann, wo diese Isolierschicht kaputt ist, kann er auf die Schmerzfaser überspringen und plötzlich hat man diesen einschießenden Schmerz. Das ist also letztendlich, als ob das Kabel kaputt ist. Sie können das sehr schön mit der Isolierschicht von einem Kabel vergleichen. Und Sie können auch verstehen, dass es manchmal gar nicht so doll ist und manchmal besser ist, wenn Sie so ein Kabel mit einem Wackelkontakt haben. Den können Sie am Anfang erstmal so richtig schön hinlegen, dann funktioniert das erstmal. Aber wenn das dann immer wieder passiert, dann funktioniert das immer schlechter und irgendwann kriegen Sie es gar nicht mehr hin. Und so ist das leider auch mit der Trigeminusneuralgie, dass wir häufig in Phasen auftreten, aber in der Zeit, meistens über viele Jahre, dann doch eher schlimmer werden. Und hier sehen Sie mal so ein intraoperatives Bild vom Trigeminusnerven. Und hier sticht geradezu ein Gefäß in den Nerven hinein. Und Sie können sich vorstellen, dass hier diese einzelnen Fasern des Nervens nicht mehr richtig in Ordnung sind. Um so etwas zu erkennen, ob so ein Gefäß-Nervenkontakt, was die Ursache für eine Trigeminusneuralgie ist, kann man sich die Kernspintomographie angucken. Man braucht bestimmte kernspintomographische Bilder, sogenannte T2-Dünnschichtung oder KISS-Sequenzen. Damit kann man das wunderbar sehen. Und Sie sehen hier mal das Kleinhirn, den Hirnstamm. Und hier sehen Sie den Trigeminusnerven auf der einen Seite und den Trigeminusnerven auf der anderen Seite. Und Sie sehen, dass dieser Trigeminusnerv hier etwas anders aussieht als der gesunde. Und Sie sehen, dass hier so eine quere Struktur ist. Und hier ist ein Gefäß, was sich in den Trigeminusnerven hineindrückt. Das heißt, wenn Sie eine Trigeminusneuralgie haben, eine typische Trigeminusneuralgie, dann sollte man auch immer einmal ein Bild machen, um zu schauen, wo das herkommt. Und es gibt natürlich auch andere Ursachen für eine Trigeminusneuralgie, wie zum Beispiel hier ein kleiner gutartiger Hirntumor, der genau auf die Region des Nervens, des Trigeminusnervens drückt. Und hier sehen Sie zum Beispiel bei der Operation, bei der Entfernung dieses Tumors, dieser Tumor ist dieses rote Ding hier. Das ist der Hirnstamm, dieses ist der Hirnstamm. Und dann sehen Sie hier etwas Weißes zusammengequetscht. Und jetzt hebe ich diesen Tumor oder drücke ihn etwas zusammen und Sie können jetzt den Trigeminusnerven sehen, wie der platt gedrückt war durch diesen Tumor. Um also dieses zu erkennen, brauchen Sie eine Kernspintomographie, um herauszukriegen, was eigentlich die Ursache dafür ist. Nun sehen wir häufig, dass Patienten mit einer Trigeminusneuralgie kommen und sagen, naja, ich war ja schon beim Arzt, ich habe mich schon untersuchen lassen, aber da war gar nichts. Also dann kann man ja wohl gar nichts machen. Hier zum Beispiel so ein Bild oder vielleicht erst den Bericht, wenn ich das mal sage. Hier steht nämlich in dem Bericht eines Radiologen, insbesondere besteht hier vor der Brücke, also in diesem Bereich, kein Gefäß-Nervenkontakt. Aber genau dieses hier ist ein Gefäß und da ist der Nerv. Ich will damit nur sagen, man braucht auch
sehr viel Expertise. Man muss diese Bilder immer und immer wieder sehen, am besten täglich, damit man dieses auch so gut erkennt. Und Sie sehen, das ist hier das intraoperative Bild. Das hier ist der Trigeminusnerv. Und dieses ist das Gefäß, was hier auf diesen Nerven drückt. Man muss natürlich auch an andere Erkrankungen denken, die was Ähnliches machen können. Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Für die Diagnostik ist aber ganz wichtig, dass Sie einfach fragen, wie denn der Schmerz ist. Und wenn Sie so einen einschießenden, triggerbaren Schmerz haben, den Sie auslösen können durch Essen, Sprechen und so weiter, dann kann man sich schon sehr sicher sein, dass man eine Trigeminusneuralgie hat. Die neurologische Untersuchung dabei zeigt in der Regel überhaupt gar nichts, einen normalen Befund. Aber wenn da irgendwas ist, muss man an andere Sachen denken. Wenn da Gefühlsstörungen sind oder irgendwelche Lähmungserscheinungen von anderen Nerven, dann muss man an einen Tumor denken. Dann muss man zum Beispiel an entzündliche Sachen denken. Man muss aber auch immer daran denken, dass möglicherweise im Bereich der Zähne, im Bereich des Kiefers, im Bereich des Kiefergelenkes etwas sein könnte. Und auch eine MS zum Beispiel kann häufiger eine Trigeminusneuralgie verursachen. Ich zeige Ihnen auch nachher Bilder nochmal dazu. Hier sehen Sie nochmal so ein paar Befunde, die wir sehen. Hier ist eine ganz große Arterie, die den Trigeminusnerven hier zusammendrückt. Sie sehen, dass hier dieses schwarze Ding, das ist die hintere Hauptschlagader des Gehirns, die so elongiert, die so gewellt verlaufen ist. Und hier sehen Sie den Trigeminusnerven, der dann hier rumziehen muss, um hier ins Gehirn zu gehen. Und dass das hier zusammengequetscht wird, denke ich, ist ganz gut zu erkennen. Was kann aber noch eine Trigeminusneuralgie auslösen? Ich habe schon über die Multiple Sklerose geredet. Bei der Multiplen Sklerose kommt es zu Entmarkungsherden im Gehirn. Und da kann natürlich auch im Bereich des Trigeminus diese Isolierschicht entmarkt sein und dadurch dieses Überspringen ausgelöst werden. Wenn der Trigeminusnerv verletzt ist, zum Beispiel nach einem Unfall mit einer Fraktur, einer Schädelbasisfraktur zum Beispiel oder Gesichtsfraktur, Kieferfraktur, dann kann man auch Schmerzen haben. Da hat man aber selten diese einschießenden Schmerzen, da hat man meistens einen Dauerschmerz und man hat nicht selten auch Gefühlsstörungen dabei. Tumoren habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Zum Beispiel ein Tumor im Bereich der hinteren Schädelgrube oder auch direkt im Bereich des Trigeminusnerven. Und dann gibt es noch andere vaskuläre, entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel eine Borreliose, ein Herpes Zoster zum Beispiel, aber auch eine Sarkoidose, sogar eine Tuberkulose des Gehirns, was extrem selten ist, kann sowas auch mal oder was Ähnliches auslösen, aber immer zusammen auch mit anderen Symptomen. Dann gibt es noch atypische Gesichtsschmerzen, die ganz andere Ursachen haben, wie zum Beispiel ein kieferorthopädisches Problem oder Stirnhöhlenentzündung, Karies und so weiter. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild eines Patienten mit einer Trigeminusneuralgie bei einer MS oder zwei Patienten. Hier sehen Sie so ein Entmarkungsherd. Hier ist der Trigeminusnerv und hier ist dieser Entmarkungsherd. Das bedeutet, wenn Sie so etwas haben, da können Sie hier an diesem Nerven gar nichts ändern. Da ist auch kein Gefäß-Nervenkontakt. Da muss man dann anders behandeln. Das werde ich Ihnen nachher auch noch mal erzählen. Auch hier ein weiterer Patient mit einer Trigeminusneuralgie. Hier ist der Trigeminusnerv, alles gut. Und hier ist dann so ein Entmarkungsherd, wo dann so ein Kurzschluss zwischen den verschiedenen Fasern auftreten kann. Wenn man eine Trigeminusneuralgie hat, dann muss man nicht gleich operieren, sondern man fängt erst mit Medikamenten an. Und die besten Medikamente bei der Trigeminusneuralgie sind Medikamente, die man gebraucht, auch für epileptische Anfälle. Und da gibt es ein Medikament, ein besonders altes, aber sehr effektives Medikament, das ist das sogenannte Carbamazepin. Das gibt es auch von verschiedenen Firmen, heißt mal Tegretal, mal Timonil. Und das ist super effektiv. Eigentlich, ich habe dieses aus der Literatur gefunden, aber eigentlich in meiner Erfahrung noch effektiver, zumindest am Anfang.
wenn Sie dieses Medikament nehmen, man muss das immer langsam einschleichen, damit man nicht zu viel Nebenwirkung hat, dann ist die Trigeminusneuralgie eigentlich meistens behandelt. Und wenn sie nicht gut am Anfang damit behandelt ist, dann muss man daran denken, dass möglicherweise auch eine andere Erkrankung dahinter ist. Es gibt hier noch viele andere Medikamente, die man auch geben kann, aber dieses ist mit Abstand das wichtigste Medikament. Das Problem leider bei der Trigeminusneuralgie ist, dass dieses anfangs sehr gut funktioniert, häufig über Jahre, aber mit der Zeit muss man es etwas steigern und steigern und steigern und dann kommen mehr Nebenwirkungen dazu und weniger schmerzlindernde Wirkung, sodass man dann, wenn man nicht weiterkommt, irgendwann dran denken muss, auch eine weitere Therapieform hinzuzuziehen. Wenn die Medikamente nun nicht mehr helfen oder aber die Medikamente unerträglich sind, mit den Nebenwirkungen unerträglich sind, dann muss man halt sehen, was man anderes macht. Leider ist es so, dass diese Medikamente, die man auch gegen epileptische Anfälle einnimmt, häufig über die Leber verstoffwechselt werden und dann auch Leberprobleme machen können. Aber sie machen auch Schwindel, Müdigkeit, manchmal Benommenheit. Und es ist auch schwierig, zum Beispiel mit diesen Medikamenten Auto zu fahren. Insbesondere wenn man Berufskraftfahrer ist, ist das ein großes Problem. Häufig wirken diese Medikamente aber über Jahre. Aber wenn sie nicht mehr wirken, dann kommt der Neurochirurg tatsächlich ins Spiel. Der Neurochirurg hat mehrere Verfahren. Einmal hat er die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, als Verfahren, wo man in vielen Fällen die Trigeminusneuralgie heilen kann. Wenn diese aber nicht in Frage kommt, dann gibt es Verfahren, wo man die Symptome behandeln kann, nämlich eine Verödung des Umschaltknoten des Trigeminusnerven, eine sogenannte Thermoläsion des Ganglion Gasseri. Dieses Verfahren ist auch nicht nur bei der typischen Trigeminusneuralgie durch einen Gefäßnervenkonflikt möglich, sondern das ist auch zum Beispiel bei der MS sehr gut möglich. Und in Fällen, wo diese anderen Verfahren nicht helfen, kann man auch bestrahlen. Und zwar genau diese Ausgangsstelle des Trigeminusnerven kann man bestrahlen. Dieses hat allerdings die schlechtesten Ergebnisse von diesen Verfahren. Aber wenn diese Verfahren aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommen oder erfolglos waren, hat man immer noch die Möglichkeit, diese Bestrahlung durchzuführen. Hier sehen Sie jetzt einmal diese Verödung des Ganglion Gasseri, die Verödung des Umschaltknoten des Trigeminusnerven. Wie macht man das? Man geht in Kurznarkose mit einer Nadel neben dem Mundwinkel hinein und schiebt sie vor. Sie sehen das hier, schiebt sie vor zur Schädelbasis. Und hier, dieses ist ein Loch, wo der zweite Trigeminusnerv durchgeht. Durch dieses Loch muss man es durchschieben. Dann wird der Patient wieder wach gemacht. Wenn er wach ist und wieder antworten kann, dann stimuliert man diese Nadel hier. Und wenn der Patient dann bei der Stimulation angibt, oh, jetzt ist genau im Oberkiefer, wo vorher der Schmerz war, auch der Schmerz, dann wissen wir, wir sind mit der Nadel da, wo wir hinwollen. Dann bekommt der Patient eine neue Kurznarkose. Und mit diesem Gerät hier können wir dann die Nadelspitze auf etwa 65 Grad erhitzen. Das machen wir etwa für eine Minute. Dann wird der Patient nochmal wach und dann stimulieren wir nochmal. Und wenn wir die Schmerzgrenze verdreifacht haben, dann sind wir zufrieden. Wenn das nicht erfolgreich war, dann wiederholen wir das Ganze noch einmal. Das ist ein Eingriff, der dauert etwa 15 Minuten, 20 Minuten. Das hängt immer davon ab, wie schnell denn der Patient aufwachen kann. Und wie schnell er aufwacht. Und das ist natürlich bei älteren Patienten manchmal ein bisschen schwieriger, weil der Stoffwechsel nicht so rasch ist. Die Ergebnisse von dieser Thermoläsion sind eigentlich wunderbar. Sie haben eine Schmerzfreiheit und eine deutliche Besserung in bis zu 85%. Aber es gibt leider relativ häufig Rezidive. Nach 1 bis 3 Jahren kommen die Patienten häufig wieder. Entschuldigung. Und dann kann man dieses Verfahren aber wiederholen. Die Nebenwirkungen davon sind, dass man häufiger mal Gefühlsstörungen im Gesichtsbereich hat. Das nehmen wir auch hin. Das machen wir ja auch deshalb, weil wir einen Teil des Nervens zerstören wollen, damit die
Schmerzen auch weg sind. Es ist allerdings durch diese Erhitzung auf 65 Grad über eine Minute versuchen wir nur die Nerven oder die Nervenfasern kaputt zu machen, die keine Isolierschicht haben oder nur eine ganz dünne Isolierschicht. Und das sind gerade die Schmerzfasern. Aber natürlich ist auch der Abstand der einzelnen Fasern zur Nadel ein bisschen unterschiedlich. Deshalb haben wir häufiger auch Gefühlsstörungen dabei. Das Lebensrisiko ist sehr gering, aber es ist immer, wenn man invasiv etwas macht, wenn man operiert oder reinsticht, gibt es immer ein Restrisiko. Wir freuen uns aber natürlich, wenn wir einen Gefäß-Nervenkontakt haben und diesen beheben können, weil dadurch können wir häufig den Patienten heilen. Das ist die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression oder sogenannte Janetta-Operation. Dieses hier ist Peter Janetta, den ich auch persönlich kennengelernt habe, der aber jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist, der diese Operation zwar nicht erfunden hat, aber diese publik gemacht hat. Und eigentlich verdanken wir ihm, dass die großen Neurochirurgien heute diese Operation als Routineoperation durchführen können. Was wir da machen, sehen Sie hier. Sie sehen den Trigeminusnerven hier einmal. Dieses Gefäß, was hier hintersteckte, das wird auf die andere Seite luxiert, auf die andere Seite umgelagert und dann kommt ein kleines Schwämmchen noch dazwischen, damit es nicht wieder zurückdrücken kann. Sie sehen das gleich auch nochmal an einer kleinen OP. Wie läuft eine solche Operation? Sie sehen das hier bei einem Patienten, der wird hier ein bisschen rasiert und hier wird dann der Schnitt später sein. Und so sieht das dann während der Operation aus. Sie sehen, ich sitze hier am Mikroskop, mein Assistent schaut hier auch mit rein und damit meine Arme nicht müde werden, liegen die hier auf solchen Armstützen und ich kann entsprechend ruhig dort operieren. Hier sehen Sie, hier ist die harte Hirnhaut über dem Kleinhirn eröffnet. Und dann muss das Kleinhirn ein bisschen zur Seite gehalten werden und dann sieht man in der Tiefe diesen Trigeminusnerven. Sie sehen auch diesen Nerven, ich zeige Ihnen ein kleines Video nachher davon, der ist hier ganz dick und Sie sehen hier so eine Ausbeulung. Und der Grund dieser Ausbeulung ist ein Gefäß, was von hier kommt, unter dem Nerven entlang geht, dann außerdem hier noch einen kleinen Ast abgibt und dann wieder so zurückgeht. Und hier sehen Sie das einmal, wie das während der Operation aussieht. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Hier ist wieder genau dieses Bild. Und dann ziehen wir dieses oder luxieren dieses Gefäß, verlagern das auf die andere Seite. Und hier sehen Sie das. Hier sehen Sie auch diesen kleinen Abgang, von dem ich erzählt habe, der direkt darunter war. Und damit das dann von dieser Seite nicht drückt, kommt hier noch so ein Schwämmchen ran. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das hier aussieht. So, muss ich mal sehen, dass ich das nochmal einen Anfang mache. So, Sie sehen jetzt hier den Trigeminusnerv und ich komme jetzt mit zwei Pinzetten lang. Das ist sehr groß vergrößert. Und Sie sehen hier dieses kleine Gefäß, was ich jetzt mit der Pinzette anfasse und das luxiere ich langsam heraus. Man muss ganz vorsichtig sein, da darf nichts kaputt gehen. Aber das ist natürlich auch Übung. Und jetzt sehen Sie gleich, jetzt springt dieses Gefäß auf die andere Seite. Sie sehen jetzt hier, ist das auf die andere Seite gesprungen, genauso wie das hier in diesem Bild war. Und dann kommt noch ein zweites kleines, also so ein kleines Schwämmchen hier rein, damit jetzt dieses Gefäß nicht von der anderen Seite auf den Trigeminusnerven drückt. So sieht das nach der Operation aus. Etwa 6 Wochen später, Sie sehen, hier ist noch so eine Narbe, da wachsen aber Haare rüber, dass Sie dann entsprechend keine Probleme mehr haben damit. Und man sieht es auch nicht. Hier sehen Sie einmal die Ergebnisse der verschiedenen Techniken, einmal der Janetta-Operation, die Sie gerade gesehen haben, dieser Thermoläsion, der Verödung oder der Radiochirurgie. Und Beschwerdefreiheit bzw. eine wesentliche Verbesserung, die können Sie in relativ hoher Zahl 80 bis 90% erreichen. In der Radiochirurgie, also in dieser Bestrahlung, die ich Ihnen gezeigt habe, nur
mit 70%. Die Komplikationen sind bei der offenen Operation relativ gering. Wobei man natürlich sagen muss, die Komplikationen, die bei der Thermolysion mitgezählt werden, sind auch Gefühlsstörungen, obwohl wir die von vornherein hinnehmen. Und wir wissen, bei der Thermolysion, bei der Verödung, je mehr Gefühlsstörung wir haben im Gesicht, desto besser ist auch die Schmerzfreiheit hinterher. Aber wir wollen natürlich gerne Schmerzfreiheit ohne Gefühlsstörung haben. Und hier sehen Sie die Rezidive. Leider ist das in der Medizin so, nichts hält oder man kann nie garantieren, dass es ewig hält. Wir haben aber relativ wenig Rezidive bei der Jeannette-Operation im Gegensatz zu dieser Thermolysion, auch im Gegensatz zu der Strahlentherapie. Es gibt nicht nur die Trigeminusneuralgie, die durch einen solchen Gefäßnervenkontakt ausgelöst ist. Es gibt auch den sogenannten Hemispasmus facialis. Dabei kommt es zu Zucken der einen Gesichtshälfte, die ganz unangenehm für die Patienten sind, die gar nicht mehr rausgehen mögen, weil alle Leute immer gucken, wenn das Gesicht so zusammenzuckt. Und dieses ist auch durch einen solchen Gefäß-Nervenkontakt ausgelöst. Es gibt ein weiteres Schmerzsyndrom, das ist die sogenannte Glossopharyngeus-Neuralgie. Das ist ein Schmerz, der ist tief hinten in der Zunge oder tief im Ohr, beziehungsweise hier am Kieferwinkel. Auch genau dieser Die Schmerz oder diese Schmerzattacken sind genauso durch einen Gefäß-Nervenkontakt ausgelöst und können entsprechend behandelt werden, nur dass der sogenannte Glossopharyngeus-Nerv dabei dekomprimiert werden muss. Sehr selten findet man so heftige Schwindelattacken. Schwindelattacken, die auch nur Sekunden anhalten, die nennen wir Vestibuloparoxysmien. Aber auch diese Schmerzattacken können 100 am Tag erscheinen oder auftreten und die Patienten fallen möglicherweise sogar hin bei diesen Schwindelattacken und auch diese Schwindelattacken können durch so einen Gefäßnervenkonflikt ausgelöst sein. Es gibt noch andere seltene Sachen, auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Hier sehen Sie nochmal eine Patientin, die auch so einen hemifazialen Spasmus hatte, also so ein Zucken der gesamten Gesichtshälfte. Manchmal geht das Auge ganz zu, die können gar nicht gucken und sieht letztendlich ja auch furchtbar aus. Und man kann verstehen, dass die Patienten sich isolieren, gar nicht mehr nach draußen gehen wollen, weil sie es nicht ertragen, wie alle Leute auf sie gucken. Und hier sehen Sie jetzt auch nochmal so eine Kernspintomographie. Hier ist so eine Gefäßschlinge, die auf diesen Nerven drückt, der dann hier abpräpariert wird. Dieses funktioniert ganz gut. Es funktioniert ähnlich gut, ist etwas schwieriger durchzuführen als die Trigeminusneuralgie-Operation mit der Jeannette-Operation, aber die Ergebnisse sind auch insgesamt sehr gut. Wenn man diese Operation aus irgendwelchen Gründen nicht machen kann oder Angst vor dieser Operation hat, gibt es hier auch die Möglichkeit, dass man Botox einspritzt. Botox hat allerdings das Problem, dass sie das alle 3 Monate wiederholen müssen, um den Effekt zu haben. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn Sie, was weiß ich, noch relativ jung sind und viele, viele Jahre, alle 3 Monate sich hier etwas hereinspritzen lassen müssen. Da ist natürlich die potenziell heilende Wirkung dieser Operation von großem Vorteil. Wenn ich ganz kurz einmal zusammenfassen darf, die Trigeminusneuralgie ist durch die Anamnese und Untersuchung sehr gut diagnostizierbar. Untersuchungen werden notwendig, um andere Krankheiten auszuschließen. Am Anfang ist die Medikation, die richtig erfolgreich ist, muss man immer dran denken, ist das überhaupt wirklich eine richtige Trigeminusneuralgie? Wenn die Medikamente nicht mehr helfen, dann kommt die mikrovaskuläre Dekompression oder die anderen operativen Verfahren in Frage. Während diese mikrovaskuläre Dekompression oder Jeannette-Operation Heilung verspricht. Wenn diese Operation nicht möglich ist oder es irgendwelche Kontraindikationen gibt, dann gibt es halt die anderen Verfahren, nämlich die Thermolysion, dieses Ganglion-Gastri oder auch die Bestrahlung. Ich habe das hier noch gar nicht erzählt. Wir machen in Altona sehr viele dieser Operationen. Ich will hier einmal kurz gucken und ich will Ihnen einmal zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, diese Superspezialisierung.
Ich selbst habe mittlerweile über 500 dieser Operationen durchgeführt, aber meine ersten 10 Operationen, da habe ich an so einer Operation über oder 4 Stunden etwa dran gesessen. Und die Ergebnisse waren so mäßig. Nach etwa 300 Operationen ist die Operationszeit bereits auf 1 bis 1,5 Stunden heruntergegangen und die Ergebnisse sind viel besser. Hier sehen Sie das nochmal, wie die Ergebnisse sind. Am Anfang, wenn Sie mit einer solchen Operation anfangen, dann sind die Ergebnisse nicht so gut. Sie haben eine relativ starke Lernkurve. Und dann nach Hunderten von Operationen, dann nähern Sie sich wirklich dem optimalen Erfolg an. Leider werden Sie in der Medizin nie eine 100-prozentige Erfolgsquote haben. Deshalb werden Sie hier nie ganz diese Linie erreichen. Aber Sie sind schon ziemlich gut, wenn Sie das sehr häufig machen. Vergleichen Sie das einmal, wenn Sie einen Wasserhahn zu Hause reparieren sollen. Das ist ganz schön schwierig, es sei denn, Sie sind jetzt Klempner. Aber wenn Sie das selbst machen sollen, der tropft irgendwie, dann basteln Sie da rum. Das geht nicht so richtig. Nachher haben Sie möglicherweise große Schweinerei da im Bad ausgerichtet, aber es tropft vielleicht immer noch oder ist nicht so richtig. Kommt ein Klempner, der es jeden Tag macht, der macht das in 10 Minuten, ist alles gut, hält alles und ist alles gut. So ist das auch in der Medizin beim Operieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sowas ganz viel macht. Und deshalb ist diese Superspezialisierung, wie wir sie in einzelnen Bereichen, auch in Altona bei uns durchführen, so wichtig. Superspezialisierung bedeutet immer bessere Ergebnisse, weniger Komplikationen. Aber Sie finden auch besser die Patienten heraus, die von dieser Operation profitieren. So, und damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich danke, dass Sie so viel Geduld mit mir gehabt haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was lernen können. Und ich stehe Ihnen jetzt natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. So, ich sehe jetzt, ich versuche jetzt mir die Fragen einmal hier anzuschauen. Ich sehe hier eine Frage. Was passiert, wenn ein Nerv bei einer solchen OP verletzt wird? Kann man diesen wiederherstellen? Tatsächlich habe ich diesen Nerven noch nie richtig bei einer solchen Operation verletzt. Man wird diesen Nerven aber nicht wiederherstellen können. Allerdings muss ich sagen, wenn Sie Erfahrung da drin haben, dann werden Sie den Nerven nicht durchschneiden. Es kann mal sein, dass Sie an diesem Nerven ein bisschen Blutstillung machen müssen und dass dadurch etwas passiert, dass vielleicht eine Gefühlsstörung auftritt. Aber Sie werden, wenn Sie ihn richtig durchschneiden, nicht reparieren können. Man muss dazu sagen, was hat man hinterher, wenn man diesen Trigeminusnerven denn richtig verletzt? Was würde dann passieren? Man würde eine Gefühlsstörung im Gesicht kriegen. Das ist schon sehr unangenehm. Aber am unangenehmsten ist, wenn der erste Ast, also der Stirnast, betroffen ist. Der Stirnast, der versorgt auch die Hornhaut vom Auge mit. Wenn die Hornhaut kein Gefühl mehr hat, dann merkt man leider nicht, wenn irgendein Fremdkörper ins Auge fliegt. Und dann fehlt der Blickreflex und die Säuberung des Auges. Und dann kann es mal sein, dass es zu Entzündung des Auges bzw. der Hornhaut kommt. Im schlimmsten Fall könnte das dann sogar zu einer Erblindung führen oder dass man eine Hornhauttransplantation durchführen müsste. So, jetzt sehe ich gar nicht so viel Fragen im Moment oder keine weitere Frage. Jetzt kommt etwas gerade. Warum? Ja. Ah ja, jetzt sind eine ganze Menge plötzlich auf einmal angekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warum kommt es bei einer Trigeminusneuralgie oft zu einer Remission und man ist zwischenzeitlich schmerzfrei? Gibt es hierfür eine medizinische Erklärung? Ja, das ist das, was ich Ihnen vorhin versucht habe zu erklären, mit diesem Wackelkontakt bei einem Kabel. Wenn Sie einen Wackelkontakt bei einem Kabel haben, dann legen Sie das mal so ein bisschen anders hin und dann sehen Sie, oh, das geht wieder eine ganze Zeit gut. So ist das auch beim Trigeminusnerv. Durch dieses Pulsieren ist die Lage des Nervens oder verändert sich immer ein ganz bisschen. Und deshalb gibt es immer wieder diese Remissionsphasen, diese schmerzfreien Phasen, die am Anfang auch mal Monate, mal Jahre sogar anhalten können. Aber diese schmerzfreien Phasen
werden immer kürzer und die Schmerzen werden schlimmer. Genauso wie bei diesem Kabel mit dem Wackelkontakt. Das können Sie einmal hinlegen, das können Sie zweimal hinlegen, das geht ein paar Mal ganz gut. Aber wenn dieser Wackelkontakt da ist, der wird nicht mit der Zeit besser, sondern eher schlechter. So ähnlich ist das auch bei der Trigeminusneuralgie. So, dann muss ich einmal fragen. Hier kommt eine Frage. Ich habe eine atypische Gesichtsneuralgie. Nur die Augen tun weh. Und ganz besonders, oh, ich kann das leider hier gar nicht lesen, das ist ja so abgehackt. Bei einer atypischen Trigeminusneuralgie, also ein Gesichtsschmerz, der nicht mit diesem Einschießen ist, oder ein Gesichtsschmerz, der auf beiden Seiten ist, da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist in der Regel ja kein Gefäß, nicht ein Gefäß-Nervenkontakt die Ursache, sondern häufig eine andere Ursache. Da kommen natürlich diese Behandlungsverfahren, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, nicht in Frage. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Hier habe ich eine Frage eines Patienten, der operiert worden ist Anfang des Jahres. Leider war diese Operation nicht so erfolgreich. Er hat täglich einschießende Attacken, die ihn immer noch quälen. Wäre eine periphere Nervenstimulation noch eine Lösung oder führen Sie diese Operation hier auch durch? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Wenn man so eine mikrovaskuläre Dekompression bekommen hat, so eine Janette-Operation, und sie nicht erfolgreich sein sollte oder nur vorübergehend erfolgreich sein sollte, dann wird man zunächst wieder mit den Medikamenten anfangen, mit dem Carbamazepin oder mit anderen Medikamenten, wie ich Ihnen das vorhin erzählt habe. Und dann diese Medikamente muss man auch entsprechend steigern. Sollte dieses nicht klappen, wäre als nächstes die Thermoläsion des Ganglion Gasseri, diese Verödung, die nächste Behandlung. Da muss man allerdings sagen, dass diese Verödung, wenn der erste Ast auch betroffen ist, schwierig ist. Da kommt man häufig mit seiner Nadel nicht hin. Aber sofern das im Ober- und Unterkieferast ist, ist das relativ problemlos. Sollte dieses auch nicht, dieses Verfahren auch nicht funktionieren, dann gibt es als nächste Möglichkeit natürlich die Bestrahlung, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe. Und wenn die Bestrahlung auch nicht helfen sollte, dann kann man tatsächlich auch beabsichtigt einen Teil des Nervens durchtrennen. Muss da aber auch aufpassen, dass der erste Ast des Nervens nicht durchtrennt wird, damit diese Hornhaut-Gefühlstörung vermieden wird. So, jetzt springt hier, die Fragen springen hier immer rum, dass ich sie gar nicht lesen kann. Die nächste Frage ist, kann es sein, dass sich die Trigeminusneuralgie nur durch Schmerzen in der oberen Ohrmuschel zeigt? In der oberen Ohrmuschel, das wäre sehr ungewöhnlich, aber es gibt natürlich andere Nerven, die davon betroffen sein können, wobei das tatsächlich auch dort für die obere Ohrmuschel, das ist der sogenannte Nervus auriculus major, eher unwahrscheinlich ist, dass dort ein Gefäßnervenkontakt irgendwo gibt. Da muss man versuchen, anders zurechtzukommen, aber man kann natürlich diesen Nerven selbst veröden. Das muss man sehen, aber die medikamentöse Therapie wäre zumindest versuchsweise am Anfang genau die gleiche mit dem Carbamazepin. Jetzt ist eine weitere Frage, kann der Nerv durch den Gefäßnervenkontakt geschädigt werden, wenn er zu lange besteht? Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, dass man eigentlich keine Gefühlstörung hat. Wir sehen aber doch immer wieder mal den einen oder anderen Patienten oder Patientin, die Gefühlstörung hat, die in der Kernspintomographie eine ausgeprägte Störung oder eine ausgeprägte Kompression des Nervens hat. Und tatsächlich, ja, es ist denkbar und es ist sicherlich in einigen Fällen wirklich auch der Fall, dass es Störungen des Nervens gibt. Und natürlich kann man sich vorstellen, je länger das vorliegt,
desto schwerer sind diese Störungen. Allerdings das nicht, in der Regel reden wir da nicht über Wochen oder Monate, sondern über Jahre, möglicherweise sogar über Jahrzehnte. So. Dann ist eine Frage hier nochmal. Hier steht, leider gibt es in Hamburg keine Trigeminus-Nerv-Selbsthilfegruppe oder Trigeminus-Neurologie-Selbsthilfegruppe, aber es gibt seit 5 Jahren den Verein Trigeminus-Neurologie Deutschland e.V., der sich um Trigeminus-Betroffene kümmert. Hier einmal auf die Seite www.tshhg.org gehen. Hier wird Ihnen geholfen. Das sagt der Vorstandsvorsitzende der Selbsthilfegruppe Trigeminus-Neurologie Deutschland e.V., Verein Trigeminus-Neurologie Deutschland e.V. Also vielleicht, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich an mich wenden, aber natürlich ist es auch gut, dass Sie sich austauschen können mit Betroffenen, die diese Erkrankung haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe jetzt im Moment keine weiter eintrudelnden Fragen. Ich bedanke mich, dass Sie heute Abend hier zugehört haben. Sollten Sie Fragen haben, sollten Sie nicht zurechtkommen, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Wir haben uns sehr darauf spezialisiert. Ich persönlich mache etwa eine solche Trigeminus-Operation, eine Jeannette-Operation pro Woche. Und das ist natürlich etwas, worauf Sie auch immer achten sollten, wenn Sie denn irgendwo hingehen. Fragen Sie, wie oft ist eigentlich diese Operation schon durchgeführt worden? Wie häufig machen Sie das? Damit kriegen Sie dann auch ein Gefühl, wie häufig und wie sicher denn eine solche Sache gemacht werden kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Bald ist ja schon Weihnachten, deshalb wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche Ihnen eine schmerzfreie Zeit. Und falls Sie nicht zurechtkommen, melden Sie sich gerne. Auf Wiedersehen.